Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Teil 2. Wir laufen jetzt schon ein bisschen, 2-3 Minuten. Und wichtig ist, dass der Hund so fall dafür geht, er ist noch zurück. Fuß korrigiert, der Hund wieder seine Position muss. Sitz. So ist Faf. Ja, feine Maus, feine. Und wirklich dem Hund eigentlich Bestätigung geben, wenn er es richtig macht, korrigieren, sobald er es falsch macht. Das ist ja so, wir werden sehr oft müssen den Hund korrigieren. Wichtig da ist, dass er immer den richtigen Zeitpunkt hat, wo er den Hund korrigiert. Und dass er eigentlich schon noch zurück, Fuß, dort konsequent bleibt, geduldig bleibt und einfach euch nicht aufs Ruhlen bringen. Dass ihr eigentlich wirklich mehr Geduld habt, sage ich jetzt mal, als der Hund. Und da habt ihr nachher einiges weniger an Stress. Jetzt haben wir gesehen, zurück. Er ist noch zurück. Fuß bleiben. Was hier natürlich auch nicht vergessen dürfen gehen, ist ab und zu bestätigen mit dem Gudeli. Genau, schau, Gudeli. Ah, Gudeli. Er ist noch, willst du ein Gudeli haben? Willst du ein Gudeli haben? Komm, Fuß, da gibt es ein Gudeli. Hopp. Wo ist Fuß? Jetzt ist sie so durchs Schauen, jetzt ist sie durchs Gudeli so abgelenkt. Unglaublich. Fuß. Ja, voilà, Meiteli. Super. Sehr gut machst du es auch. Also ich werde jetzt das eben noch ein paar Minuten so machen. Immer so laufen. Wichtig ist, dass ihr nicht zu lange Einheiten macht für euren Hund. Weil Fußlaufen ist sehr anstrengend. Und etwas, wo eigentlich der Hund oder im Hund nicht wirklich leidet. Und darum empfehle ich euch eher, kleine Einheiten zu trainieren. Nicht so lange. Und ja, der Hund durch das natürlich dann nicht zu überfordern. Hast du noch Sitz? Feine Meiteli. So ist ein Bravi. Also ich wünsche euch viel Spass beim Trainieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Sehr wichtig Geduld. Ja, ich würde ganz ehrlich ohne Leine trainieren, weil bei den Leinen haben wir irgendwie immer das Gefühl, er zieht jetzt. Durch das korrigiert man eigentlich relativ spät. Also Fußlaufen würde ich persönlich ohne Leine trainieren. Dafür sich wirklich voll auf den Hund konzentrieren und mit Gudeli arbeiten. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Trainieren mit eurem besten Freund.